Moin Moin, Miro hier. Ja, hallo Jürgen. Ich bin gerade unterwegs und filme nochmal eine Kleinigkeit für mein Giveaway und da wollte ich die Chance nutzen und auch für dich ein Video machen. Ich hatte das ja schon lange vor, war mir aber echt immer nicht so sicher, wen ich da jetzt als besondere Person nehmen soll wie ich das machen soll. Ja, ich erzähle jetzt einfach mal ein paar Takte über die Person. Man darf da echt nicht zu viele Hinweise geben, denn derjenige soll ja auch anonym bleiben, hast du gesagt. Das finde ich auch ganz gut so. Also, ja, wie fange ich an? Ich verdanke dem echt viel. Der Gute hat dafür gesorgt oder mich dazu animiert, dass ich mir meinen allerersten Folder kaufe. Also es geht natürlich ums Hobby, ne? Und ja, danach war ich dann ziemlich angefixt. Also mein erster Folder, den ich mir so richtig selbst gekauft habe, war ja das Enlan EL01. Cooler Flipper, der mir immer noch viel Spaß macht. Mittlerweile meiner Mutter, die hat den nämlich zu Weihnachten bekommen und hat damit noch mehr Spaß als ich, kann man fast sagen. Und ja, der bringt sich immer unglaublich in die Community ein. Und ich hatte auch ja, das Glück, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen. Vorher immer oft und viel mit ihm geschrieben. Der ist einfach wirklich eine Bereicherung. Jetzt nicht nur irgendwie Messer, sondern oder auch Bushcraft, sondern auch einfach wirklich dieses Persönliche. Ist einfach ein sehr warmer Mensch, mit dem man viel, viel Spaß haben kann. Kann man über Gott und die Welt reden. Und sowas ist natürlich immer sehr cool. Und wenn er dann noch das Hobby teilt und man dann auch nicht zu weit weg wohnt, sodass man vielleicht ab und zu mal was zusammen machen kann, dann ist das echt spaßig. Ja, also dem verdanke ich eigentlich mit, dass ich überhaupt zum Hobby gekommen bin. Das ist echt eine tolle Sache. Und ja, ich erzähle lieber nicht so viel weiter, denn sonst wird das mit dem Erraten ein bisschen zu leicht. Also der eine oder andere wird sich ja eh schon denken. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Danke auf jeden Fall an dich für diese VA und danke an ihn, dass er ja, mir das Hobby so nahe gebracht hat. Ob ihm das nun so bewusst war oder nicht. Das ist schon eine echt tolle Sache. Ja, so sieht es bei mir aus. Kleiner Stadtpark, wirklich ganz kleiner. Da hinten ist ein Spielplatz. Und ich werde jetzt das Wetter noch ein bisschen genießen. Also blauer geht's nicht. Normalerweise zieht hier immer gegen Mittag ein bisschen eine Wolkenfront auf, aber heute irgendwie nicht. Ganz, ganz tolle Sache. Ja, und so wie es jetzt im Moment ist, das Wetter, bin ich mir sicher, in der Woche oder zwei, dann werden schon die ersten Blätter an den Bäumen sein. Jürgen, ich hoffe, du bist zufrieden mit meiner VA. Die war jetzt eher kurz. Und ich habe auch eher nur so ein bisschen, ja, vor mich hingeplätschert, ohne sehr konkret zu werden. Aber ja, das heißt nicht, dass ich der Person nicht trotzdem total dankbar bin und großen Spaß mit ihm habe. Und an dich wirklich danke für diese coole Aufgabe. Das war mal echt was anderes. Und überhaupt, dein Kanal ist ja auch wirklich was anderes. Bringt immer eine Bereicherung fürs Newsfeed. Ich freue mich über deine Videos über Messer, übers Goldwaschen. Wirklich interessant. Und hoffe, dass du viel Spaß hattest hiermit. Und wünsche dir auch weiterhin noch alles Gute auf deinem Kanal. Das war's von mir. Grüße aus dem Norden.